Parkett ist seit ganz vielen Jahren ganz beliebt und wenn er älter wird, wird er oft auch schöner. Okay, ab und zu gibt es auch Flecken, wo man sagt, jetzt sollte er dringend wieder abgeschliffen werden. Wir haben einen Fachmann dabei begleitet, wie er den alten Boden wieder richtig hübsch macht. So sieht er aus. Frisch aufbereiteter Parkettboden. Geschliffen, ausgebessert und lackiert. 3 Tage hat es in Summe gedauert, das Holz auf Vordermann zu bringen. 3 Tage, um aus dem Parkett wieder einen absoluten Hingucker zu machen. Aber erst einmal alles auf Anfang. Und das bedeutet schleifen, was das Zeug hält. Mit der sogenannten Hummel bearbeitet der Raumausstatter den Boden, entfernt damit Kratzer und widerspenstige Flecken. Wir haben jetzt hier 80 Quadratmeter, die müssen natürlich mit mehreren Maschinen und in mehreren Schleifgängen bearbeitet werden. Das heißt, wie vorhin schon gesagt, fangen wir hier mit 40er Korn an zu schleifen, werden uns auf 40, 60, 80 bis 100 hochschleifen und so müssen auch die ganzen Ränder ausgearbeitet werden und die ganzen Hauptflächen. Also erst ganz grobe und dann ganz feine Schleifarbeiten. Eine dreckige Angelegenheit, könnte man meinen. Aber der Profi erklärt, dass die Maschinen zu fast 100% staubfrei arbeiten. Wenn es jetzt hier um die Komplettrenovierung der Wohnung geht, wäre der normale Ablauf so, dass man die Wände auch komplett schon vorher richtet und wir als Raumausstatter bzw. in dem Fall Parkettschleifende Handwerker den Boden erst ganz zum Schluss eben schleifen, weil eben dann gewährleistet ist, dass die Wand picobello sauber ist und dass der Boden auch zum Schlussrand komplett neu sauber ist. In dieser Altbauwohnung liegt ein Massivholzboden aus Eiche, verlegt in der sogenannten Fischgrätentechnik. Dieser Boden hat eine Pflege dringend nötig. Ist das Abschleifen geschafft, folgt einen Tag später Schritt Nummer 2, das Grundieren. Es ist insofern wichtig, dass man immer wieder einen Schutz für den Holzboden aufbringt. Also wenn man eben da zu viel Zeit verweilen lässt, dann sieht der Boden nach 10, 12 Jahren furchtbar aus und ich kriege diverse Flecken gar nicht mehr raus. Das ist dann sehr aufwendig. Da muss man wieder mit manchen Säuren arbeiten, um das wieder rauszubekommen. Gerade Wasserflecken oder Flecken, die durch Möbelpolitur oder etc. irgendwas entstanden sind. Tag 3 und damit Finale in Sachen Parkettaufbereitung. Kaum ist der Lack aufgetragen, braucht der nur ein paar Stunden, um zu trocknen und letztlich begehbar zu sein. Die Kosten für eine solche Parkett-Profi-Pflege richten sich nach der Oberfläche, danach wie strapaziert der Boden ist und welche Versiegelung man letztlich wählt. Mit 30 Euro pro Quadratmeter als Einstiegspreis sollte der Altbaubesitzer aber auf jeden Fall rechnen.